Wenn der Rücken nicht mehr entzücken will, dann geht es um die Volkskrankheit Nummer 1, nämlich chronisches Leiden rund um die Wirbelsäule und sehr oft bedingt durch die rückenfeindliche Bildschirmarbeit. Willkommen beim Erleben, das Magazin rund um Ihre Gesundheit. Was ist schuld, wenn der Rücken nicht mehr will und wie bekomme ich die Schmerzen wieder los? Man kann trainieren, man kann operieren oder man kann auch Schmerzmittel schlucken und wir fragen einen, der es wissen muss. Guten Tag, Herr Professor Ciorea. Guten Tag. Schön, dass wir hier sein dürfen. Ein paar Fragen bezüglich einer der wichtigsten Themen unseres Landes, nämlich chronische Rückenschmerzen. Was machen wir mit unserer Wirbelsäule falsch? Wir betätigen uns zu wenig sportlich, wir sitzen wahrscheinlich zu viel. Die Entwicklung, dass wir eigentlich vom Vierfüßer zum Zweifüßer geworden sind, das bringt mit sich, dass die Wirbelsäule ein Organ ist, das leider häufig uns Schmerzen und Probleme verursacht. Ab wann soll ich mir denn wirklich einen Arzttermin ausmachen? Zu dem Zeitpunkt, wo ich ein bisschen einen Schmerz verspüre oder schon, wo es richtig weh tut? Also wenn wiederholt Kreuzschmerzen auftreten, also auf jeden Fall häufiger als zweimal in der Woche, ohne dass jetzt ein wirklich unmittelbarer Zusammenhang mit schweren Arbeiten oder sowas gegeben ist, ist es sicherlich gescheit, einmal einen Orthopäden aufzusuchen und einen Wirbelsäulen- oder einen Gelenkstatus erheben zu lassen, kann nur von Vorteil sein. Sehr viele Operationen sind vielleicht umstritten. Wie stehen denn Sie dazu? Ab wann ist es notwendig zu operieren und wann ist es nicht notwendig? Es gibt diese Gruppe der Akutindikationen, wo man operativ nach zum Beispiel schweren Verletzungen, Bandscheibenvorfällen, Lähmungen reagieren muss. Und es gibt dann die Gruppe, wo man lange Zeit konservativ versucht zu therapieren, das keinen Erfolg gebracht hat und dann die Operation die einzige Chance auf Linderung und Besserung bringt. Herr Professor, wir gehen zu einem ganz anderen Thema, nämlich dem sportlichen Thema. Laufen ist ein großer Trend geworden. Ist es wirklich so, dass Laufen den Rücken schädigt? Wenn Sie mich als Orthopäde fragen, was für einen Sport ich empfehlen würde, dann sind das die Sportarten, die nicht zu einer starken Wirbelsäulenbelastung führen. Das ist vor allem das Radfahren, das Schwimmen selbstverständlich, das Nordic Walken, also eine symmetrische, nicht stoßartige Bewegung, ist aus orthopädischer Sicht dem Laufen vorzuziehen. Herr Professor, vielen herzlichen Dank für diese umfangreichen Informationen. Alles Gute Ihnen. Danke sehr. Sehr gerne. Vielen Dank. Sehr gerne. Guten Tag, Herr Roy. Guten Tag. Schön, dass wir hier sein dürfen. Frage an Sie. Sie trainieren gezielt Menschen mit Rückenproblemen. Ja. Wie viel Zeit muss denn ein Mensch eigentlich dazu verwenden, um den Rücken aufzubauen pro Woche? Was empfehlen Sie? Ein- bis zweimal in der Woche ist es notwendig, wirklich einen hochintensiven Trainingsreiz zu setzen. Circa eine halbe Stunde reicht vollkommen aus. Wann soll man denn starten, den Rücken zu trainieren, damit man keine Schmerzen im Alter bekommt? Gesundheitsorientiertes Krafttraining sollte eigentlich wie eine Hygienemaßnahme betrachtet werden, wie Zähne putzen. Und dadurch kann man sich natürlich sowohl präventiv, aber auch im Behandlungsbereich einiges ersparen. Wenn ich zu Kiesertraining komme, wie läuft denn so eine Beratung ab oder überhaupt eine Trainingseinheit? Zunächst gibt es ein kostenloses Beratungsgespräch, wo eine Bedarfsanalyse gemacht wird. Danach folgen 3 persönlich begleitete Trainings. In weiterer Folge gibt es dann regelmäßig Begleitungen, damit wir auch in die richtige Richtung trainieren. Vielen herzlichen Dank für dieses Bitte Gespräch. Bitte gerne. Dankeschön. Geben Sie Ihrem Rücken jene Zuwendung, die er braucht. Training, ärztliche Betreuung und auch regelmäßige Übungen halten die Volkskrankheit Nummer 1 in Schach. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal bei Mehr Leben, das Magazin rund um Ihre Gesundheit.